Die Stimmung ist gut vor dem Duell gegen den VfB Stuttgart. Das Team um Trainer Martin Schmidt geht mit Vorfreude in das Aufeinandertreffen gegen die Weiß-Roten. Die Ausgangslage ist klar, jetzt gilt es zu liefern. Das wird ein knallharter Abstiegsfight. Und darauf muss ich das Team einstellen, dass wir kein schönes Spiel, dass wir auch kein schönes Spiel geben, dass wir ein hart umkämpftes Spiel im Mittelfeld, dass wir ein Hin und Her geben. Und am Ende werden wir alles dafür tun, dass wir am Ende die Fahnen hochhalten und die drei Punkte hier lassen. Nach dem souveränen 3:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt ist die Spielfreude wieder zurück. Zweimal Marco Richter und Michael Gregoritsch sorgten in Hessen für die Tore. Die ganze Mannschaft brachte den Sieg über die Ziellinie. Man muss auch sagen, jetzt war jetzt auch nicht alles super perfekt, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wir waren glücklich, dass wir das Spiel dann doch schon verdient und deutlich gewonnen haben. Nun kommt am Samstag die direkte Konkurrenz in die WWK-Arena. Unser Abstand auf Platz 16 auf den VfB beträgt aktuell 7 Punkte. Für die Elf von Trainer Markus Feindsiel ist die Vorgabe klar. Nur mit 3 Punkten bleibt die realistische Chance auf den direkten Klassenerhalt bestehen. Es ist klar, dass wir jetzt gefordert sind, in Augsburg zu gewinnen. Und mit den 3 Punkten wäre es dann auch möglich, so eine Konstellation am letzten Spieltag gegen Schalke zu erzwingen. Und das ist unser Ziel. Aber wir wissen, wer direkt in der Liga bleiben will, muss jetzt in Augsburg gewinnen. Gewinnen, 3 Punkte sichern, einen Heimsieg feiern. Das ist auch die Marschroute, die Cheftrainer Martin Schmidt vorgibt. Die Rot-Grün-Weißen können am Samstag ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz auf 10 Punkte ausbauen. Der FCA hat alles in der eigenen Hand. Im Moment haben wir einen Schritt getan, aber noch nicht mehr. Die ist noch nicht ersichtlich. Wir haben noch nichts erreicht. Wir sind immer noch am Kämpfen, um dahin zu kommen, um unsere Ziele zu erreichen. Ein Klassenerhalt, und dafür braucht es hier gegen Stuttgart am Samstag eine Bombenleistung. Mit euch im Rücken und unserem Ziel vor Augen machen wir am Samstag den großen Schritt. Kämpfen und siegen.